Und damit herzlich willkommen zurück zu Legend of Zelda Link to the Past. Wir haben es endlich geschafft und wir sind aus unserem wunderschönen Dorf rausgekommen. Und bevor ich jetzt, ja, es ist gleich eh dunkel, bevor ich jetzt hier in die Dunkelheit reingehe, treffen wir unseren guten Freund. Sei bereit, ja. Oh. Es scheint, dass nun die Zeit gekommen ist, da dein Abenteuer beginnen soll. Das, was hinter dir liegt, war ein Spaziergang im Vergleich zu dem, was dich erwartet. Doch sei tapfer und verliere nie den Mut. Folgst du diesem Weg, so gelangst du zum Schloss von Hyrule. Dort sei es dir bestimmt, die Prinzessin zu treffen. Weichst du ab von deinem Faden und wandelst auf unbekannten Wegen, so nutzt deine Karte. Die Orte, die du bereits erforscht hast, mögen wie von Geisterhand in deine Karte gezeichnet werden. Drücke Start, um ins Menü zu gelangen, und Z und R, um den Kartenbildschirm einzusehen. Auf dem Kartenbildschirm findest du außerdem einen Hinweis, welche Orte du als nächstes aufsuchen solltest. Hast du alles verstanden? Und das ist das Böse. Dieser böse. Übrigens. Wenn man einfach nur durchmasht, ja, wie oft ich diesen Text mehrfach gelesen habe. So sei es. Setze deinen Weg nun fort. Wir sehen uns wieder. Und das ist kein Versprechen. Das, meine Freunde, ist eine Drohung. Und ja, wir sind jetzt... Ich habe ein bisschen lange geredet. Wir sind im Dunkeln leider angekommen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das Gefühl, man kommt eh ins Dunkel, wenn man zu dem Schloss hinläuft. Es sei denn, man macht das halt so speedrun-technisch rückwärts. Weil ich glaube, so ist die schnellste... so ausrichten. Das ist mit die schnellste Fortbewegung, aber boah, da kriegst du käsig von. Wenn du die ganze Zeit... Das muss ja nicht sein. Also von daher laufen wir ganz gemütlich. Ich werde auch wahrscheinlich nicht allzu oft versuchen, ja, das vielleicht noch, aber um ehrlich zu sein, das ist so ein bisschen laut. Ein bisschen laut, ne? Der schreit einen dann so eins im Ohr und ich glaube auch, dass der heiser wird mit der Zeit, aber da will ich mich jetzt nicht drauf auslassen. Er wird natürlich nicht heiser. Das wäre natürlich zu schön, wenn er dann heiser wird. Oh, daneben. Oh ja. Wir müssen eh ein bisschen Zeit rumbringen, wie ihr gesehen habt, dass das böse, böse Gitter da vorne ist zu. Da kommen wir nicht durch. Wir müssen jetzt warten, bis der Torwachmann denkt, draußen ist wieder sicher, damit wir dann rein dürfen. Weil wir dürfen natürlich nicht in die Sicherheit des Dorfes oder des Schlosses, solange es draußen gefährlich ist. Ne? So, erstmal ein bisschen gemütlich hinsetzen, hoffen, dass uns das die Brücke gleich nicht erschlägt. Ernsthaft, kurz vor Ende, also kurz bevor die Brücke runtergeht, kommt dann einer von den Großen, die bösen Großen. Die brauchen ein bisschen mehr und die machen auch tatsächlich recht empfindlichen Schaden. Werden wir früher oder später höchstwahrscheinlich eh drauf kommen. So, eben kurz in meinen Lieblingsraum im ganzen Spiel. Mit dem besten Mitarbeiter des Jahrhunderts. Der einfach nur da steht und sich anschaut, was wir hier alles mal machen. Ich glaube, der hat sogar noch ein paar Takte dazu zu sagen, dass wir das hier zerstören. Wir reden mal. Hallo, na? Mann, ist mir langweilig. Es wäre bestimmt spannender, wenn hier mehr los wäre. Hey, das bleibt aber unter uns, klar. Egal, vielleicht können wir etwas Dampf ablassen, indem wir ein paar Krüge zerschlagen. Stelle dich vor einen Krug und drücke A, um ihn anzuheben. Drückst du nochmal A, wirst du ihn. Alles klar. Wir machen das genauso, wie er das wollte. Nein, also, so, wir können es natürlich dann anheben, wie er gesagt hat. Dann halt zielen und werfen. Na, schade. Ich weiß nicht, ob man die überhaupt einzeln kaputt kriegt. Aber was ich weiß ist, Achtung, nicht erschrecken. Nicht erschrecken, habe ich gesagt. Toll. Gameplay-Technik. Hallo. Dann nämlich eine goldene Skulptur. So, ich
ich überspringe die Texte von den Skulltulas mal ein bisschen. Wird wahrscheinlich eh in der nächsten Zeit eh nicht mehr so oft vorkommen. So ein, zwei weiß ich noch. Aber ich weiß natürlich nicht die bleibenden. Guck mal, wie viele haben wir jetzt? Vier, ne? Irgendwo haben wir. Ja, vier. 96 fehlen uns noch. Ja, wir speichern mal. Warum nicht? 96 fehlen uns noch. Und jetzt könnt ihr mal überlegen, wie viele von den 96 ich wohl noch kenne. da ich, glaube ich, noch nie alle 100 hatte, kenne ich nicht alle. Auf keinen Fall. Aber das hatten wir ja schon. Wir sind auf jeden Fall hier im Dörfli angekommen, in dem Hauptdorf am Marktplatz. Und was wir hier machen, ich könnte natürlich jetzt mich hier gut umsehen. Hier haben wir den Bart Heinz. Ich mach das, glaube ich. Hallo, Bart Heinz. Dieser Bart ist mein ganzer Stolz. Ist er nicht eindrucksvoll, Kleiner? Schön. Schauen wir mal, was der Bart Heinz Laden zu verkaufen hat. Da gibt's das Schild. Sehr schön. Ich tu mal so, als wäre ich überrascht. Willkommen. Hier haben wir nämlich das Schild schon. Wir haben natürlich 80 Rubine nicht, die wir dafür brauchen. Aber Bomben. Bomben, 35 Rubine, nie verkehrt. Eile. Eco-Stab, ja, braucht man noch nicht. im Prinzip eigentlich alles, was hier gibt, braucht man noch nicht. Hier gibt es einen Laden noch. Ich gehe mal kurz rein, ich zeig dir mal kurz. Da kriegen wir Tränke und einen Fisch. Natürlich, ganz wichtig, der Viech. Willkommen! Hier war ja, denke, das Irrlicht. Ein Viech. 200 Rubine, ein Viech. Das Schöne ist, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz vertue, wenn wir den Fisch nehmen, da kriegen wir die Flasche dabei. Oder? Meine Nase juckelt, Entschuldigung. Naja, wir kriegen keine Dings dabei. 200 Rubine für einen Fisch finde ich teuer. Ich weiß, wo man einen umsonst herkriegt. Naja. Ein Gerücht besagt, dass es einen Laden gibt, der das ultimative Elixier verkauft. Ja. Ich kenne den Laden. Da waren wir nämlich bei Link to the Past schon. So. Und hier das schönste, der schönste Laden im ganzen Dorf. Der Maskenladen. Und der hat nämlich nichts. Ja, bitte das Schild lesen. So funktioniert dieser Handel. Die Masken werden nicht verkauft. Wir leihen sie dir nur. Du verkaufst die Masken. Das so verdiente Geld gibst du uns und wir leihen dir ein aktuelleres Modell. Du kannst auch eine bereits verkaufte Maske nochmal leihen, aber du kannst sie nur einmal verkaufen. Probiere es aus, der Maskenhändler. Also, ja, es ist ein sehr toller Laden. Welch merkwürdiger Laden. Ich frage mich, wann er öffnet. Ich habe zwar das Schild gelesen, aber es ist doch sehr seltsam. Sobald ich das kann, also wir werden es versuchen. Ich finde das sehr, sehr witzig. Es gibt auch sehr interessante Masken, sag ich mal, und ich bin mir nicht sicher, ich glaube sogar, dass die letzte, die man da bekommt, einen Buff hat, aber nagelt mich nicht drauf fest. Hier haben wir die Schießbude. Was wollte er denn dafür? Willst du ein Spielchen wagen? Es kostet dich nur 20 Rubine. Ich versuch's einfach mal, nur mal so aus Spaß. Okay, das ist nur was für ganze Kerle. Der berühmteste Schießbude des Landes. Stell dich auf die Plattform und ziele genau. Du hast 15 Schüsse und musst alle 10 Steine treffen. Schieß mit B. Fertig? Na dann los. Viel Glück. Also, mein Gott. Die Steuerung ist ein bisschen schneller als gedacht. Ja, das. Ich bin gerade höchst konzentriert. Ja, komm, so. Ja. Oh, aha. Nein. Nun gut, du darfst es noch einmal versuchen. Umsonst. Diesmal musst du es schaffen. Oh, das ist aber nett von ihm. Oh, falsche Seite. Mein Gott. So. Nein! Oh nein! Komm. Egal, ich werde das mal eben dann machen, wahrscheinlich ohne Aufnahme. Und du brauchst offenbar noch etwas Training. Übe fleißig und komme wieder.
Willst du ein Spielchen wagen? Nee. Dann eben nicht. Ich werde das wahrscheinlich nochmal irgendwann wagen, sag ich mal. Lesen. Überraschungspreis. Ah. Okay, wenn man 8 oder 9 Treffer hat, hätte man eine zweite Chance. Ja, hätte ich jetzt natürlich nochmal machen können, aber mein Gott. Ich muss mal gucken, ob ich die. Obwohl, das könnte ich jetzt mal irgendwas machen. Einen Moment. Ihr kennt das ja schon. Jetzt können wir ein bisschen mal ruhig sein. Devices, Modifiers, Devices. Mouse Sensitivity. Ne, das wird nicht mit übernommen. Mouse Sensitivity. Ich glaube, das kann ich dann nicht machen. Nee, kann ich nicht. Alles gut. Ich wollte mal gucken, ob ich da die Sensitivität einstellen kann. Kann ich leider nicht. Deswegen, da schauen wir mal, ob ich das mal irgendwann dann mache. Ich werde dann höchstwahrscheinlich die Kamera laufen lassen, dass ich das dann mal irgendwann, da mal wieder reinbringe. Aber erstmal Schloss Hyrule. Und ihr habt es schon gesehen, unser guter Freund. Talos, hier entlang. Die Prinzessin befindet sich im Schloss. Doch hüte dich vor den Wachen. Sie dürfen dich nicht sehen. Wisse, hier auf diesem Grund nimmt die Zeit ihren gewohnten Lauf. Besuchst du jedoch eine Stadt oder die Ranch, steht die Zeit still. Wenn du möchtest, dass die Tageszeit sich ändert, musst du die Stadt verlassen und zu späterer Stunde wiederkehren. Geh nun und hüte dich vor den Wachen. Muss ich meine Worte wiederholen? Wisse, letztes Mal hieß es, hast du alles verstanden? Muss ich meine Worte wiederholen? Nein. Du scheinst die Gabe der Weisheit zu besitzen. Viel Glück. Er ist sogar so weit, self-aware. Also es ist halt einfach ein Blitz der Programmierer. Ich finde den frech. kennt man. Da vorne ist ein Tor, da kann man nicht durch, deswegen klettern wir mal hier hoch. Und es gibt da mehr oder weniger einen Weg, wo man komplett einfach so durchrennen kann zum Dorf. Ich mach zum Schloss. Ich schau mal, ob ich den einigermaßen geschissen bekomme. Weil das gar nicht so einfach ist. Also was heißt gar nicht so einfach, aber es gibt halt, ihr seht ja die Wachen, die hier überall lungern. Und ich kann halt leider mit dem rechten Analogstick, was ich die ganze Zeit immer und immer wieder versuche, mit dem rechten Analogstick quasi die Kamera shiften, um zu gucken, wo es denn da lang geht. Fände ich schön, wenn das geht. Geht leider nicht. Von daher ist das auch okay, aber hier, guck mal, First Try. Good Game, easy, ne? So, da haben wir auch wieder eine Uhrzeit. Die interessiert mich jetzt nicht, wir wollen hier einfach nur rein. Aber was mich interessiert ist, dieser Burggraben ist natürlich ein reiche Leute-Burggraben. Oh, und ich muss hier eh lang schwimmen, weil ich glaube, wenn ich hinter den Wachen langlaufe, kriegen die mich. Weiß ich nicht, was wir machen. Oh oh. Da komme ich ja gar nicht durch. So, hier lang. Und ihr hört es vielleicht schon. Ich höre es auf jeden Fall schon. Wir hören da jemanden schlafen. Und das habe ich, um ehrlich zu sein, tatsächlich halbwegs vergessen. Das heißt, wir sind hier zu früh. Aber egal, wir können ja mal so spielen, wie man das Spiel richtig spielt. Murmeln, Grummeln, Milch, frisch abliefern, muss mich beeilen. Ja, und hier haben wir natürlich das erste ganz, ganz große Rätsel. Wie kommt man da bloß vorbei? Ich muss auch mit den, glaube ich, aufhören, so, die Rätsel hier lustig zu machen, weil ich bin mir sehr sicher, dass das schnell kommen wird, dass ich halt die Rätsel nicht mehr kenne. Hey, kleiner Halt, stehen bleiben im Namen des Königs! Und da wurden wir auch mal gepasst. Haben wir das auch gesehen? Ist doch auch was Feines, ne? Ich bin gerade echt am Überlegen, wenn ich hier vorbeilaufe, wenn ich das noch schaffe, bevor der Tag. Oh, hallo, wer bist du da? Ja, hallo? Oha, deine Kleidung. Wo trägt man denn sowas? Du scheinst nicht von hier zu sein, oder? Woher kommst du? Oh, du bist ein Feenjunge aus dem Wald? Ich bin Marlon.
Mein Vater gehört die Lon Lon Farm. Vater ist zum Schloss gegangen, um dort Milch abzuliefern. Doch bisher kam er nicht zurück. Ja, den haben wir gesehen, den Vater. Also ich hoffe, ich glaube, es war noch Tag, oder? Ja, es war noch Tag. Und zwar würde ich jetzt mal nochmal kurz gucken, ob ich das schaffe. Mich fuchst das ja ein bisschen. Ich werde das jetzt auch in dieser Folge noch machen. Und wenn es halt nicht klappt, dann werde ich mal gucken, ob das vielleicht ein kleines, tatsächlich mal ein Speech, wer ist es, ein Timelapse kommt, oder ich einfach nur cutte zu dem einen Versuch, der klappt. Von daher, wir schauen mal. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal auf Anhieb. Es war ja eng. War ja schon sehr eng. Ich habe vergessen, wie das so ist. So. So, und da geht's dann los. Weil das man muss ganz, ganz vorsichtig gehen. Ja. Jetzt die zwei. Und jetzt kommen die Fahrtdinger, ne? So. Nein! Ach, schon wieder der letzte. Naja, nun gut, ich darf nochmal versuchen. Versuchen wir es nochmal. Komm her. So, kann eigentlich nicht so schwer sein. Nur ihr seht ja, die zweite Fahrtrunde sind, die haben einen anderen Abstand. Das heißt, das Spacing ist dann da anders wie bei der ersten Fahrtrunde. Na toll. So, fast. Ich darf nochmal. Ist natürlich hier wahnsinniges Gameplay, ich weiß. Aber das gehört auch dazu. Ich will das jetzt schaffen. Lass mich. Wie war das nochmal? Ich soll mich nicht entschuldigen. Aber ja. Danke sehr. Der Flieger. Danke sehr. Jetzt die beiden. Well. Das ist ein bisschen zu close for comfort hier. So, und jetzt. Yes! Das ging schneller als gedacht. Gott sei Dank. Ich bin begeistert. Klasse. Endlich. Hier, nimm dieses einzigartige Präsent an dich. Ta-ta-ta-ta, die Munitionstasche für Deko-Kerne. Du kannst jetzt, in der Tasche kannst du 40 Deko-Kerne aufbewahren. Richtig, richtig gut. Okay, ich hatte was anderes im Kopf, aber herrlich. Das haben wir schnell. Habe ich schneller geschafft als erwartet. Ich habe mich. Also im Gedächtnis hatte ich das, dass es damals. Sagen wir mal nicht so einfach. Also, was heißt einfach? Das war jetzt, glaube ich, 4 Versuche. Naja. Was haben wir denn hier? Schatzkistenpoker. Vorübergehend geschlossen. Erst abends geöffnet. Schatzkistenpoker. Ach so, das. Naja, das werde ich euch ersparen. Da werde ich, also das ist halt für die, die es nicht kennen, da sind immer 2 Kisten. Und man kann eine aussuchen. In der einen ist halt ein Schlüssel, da kommt man weiter. Und in dem anderen ist halt irgendein random Geschenk. Also das geht dann von einer Münze über 5 Rubine zu 10, 50. Und am Ende ist ein Herzcontainer oder halt ein Herzteil, das uns wartet. Und das werde ich bestimmt irgendwann mal ausprobieren. Jetzt erstmal nicht, weil jetzt gerade bin ich hier, weißt du, mein armes altes Herz kriegt das nicht alles, kriegt das nicht so durch, wenn wir das geschafft haben. Das war gerade dermaßen aufreibend für mich. Das glaubst du gar nicht. Also du saßt da jetzt nur rum und hast ja zugeguckt. Aber holla die Waldfrau, das war gar nicht mal so einfach. Ja, was heißt gar nicht mal so einfach. Ich habe mich gefreut. Die Lon Lon Farm. Wir sind natürlich jetzt mitten in der Nacht hier. Das ist natürlich ja Einbruch und so weiter. Und ich werde auch diese Zeit nutzen. Ich bin ja eigentlich nur hier, um Sachen zu finden. Oder muss ich überhaupt hier hin? Das kann auch sein. Ich weiß, dass ich etwas brauche aus dieser London Fan, dieser widerliche Typ. Das ist der ekelhafte Cousin vom Waluigi. Ne, du hast mich nicht gesehen. Guck weg.
Was? Er hat dir erlaubt, dich hier heranzutreiben? Armseliger Wicht. Ich bin Basil. Dieser Farm liegt mir sehr am Herzen. Ich arbeite schon verdammt lange hier. Talon, der faule Sack, ist mein Chef. Heute zum Beispiel wollte er nur schnell Milch im Schloss abliefern. Doch er ist noch immer nicht zurück. So ist es fast jeden Tag. Ich habe die ganze Arbeit am Hals. Ja, man hat es nicht leicht als rechtschaffender Arbeiter. Rechtschaffender Arbeiter. Hallo, Mubu. Ich mach die Folge nicht auf 20 Minuten. Ich werde wahrscheinlich so noch ein paar Minütchen spielen, weil ich habe euch ja natürlich um Screentime betrogen, indem ich da rumgespielt habe. Aber was ich hier machen wollte, hier gibt's nämlich was. Wenn ich mich nicht ganz vertue kann. Achso, ja, auf den Tisch will ich auch nicht. Das war natürlich recht. So, ups. Und ich weiß, Hähnchen, ihr müsst bei Hühnern echt aufpassen bei dem Spiel. Komm, müsst ihr. Toll. Oh, das war überhaupt kein Soundtrack. Hühner sind in dem Spiel ganz gemein gefährlich. Ich bin mal wieder nicht sicher, ob das bei... egal, wir gehen erstmal hier weiter. War das bei Link to the Past auch? Ich meine ja, dass die plötzlich uns alle umbringen wollen. So. Also hier war das nicht, was ich jetzt holen wollte. Hier ist nur das Schlafzimmer von Marlon und Lonlon, und Talon und Basil natürlich. Die sind alle hier. Muss ich noch mal kurz versuchen. Vielleicht schaffe ich es ja mal, dass das Hähnchen ein bisschen mitspielt. Hühnchen natürlich. Hähnchen haben weniger Federn, wird mir mal gesagt. So, jetzt. Danke sehr. Und dann hier. Genau ausrichten. Hühner fliegen ganz toll. Okay. Oh, habe ich vielleicht doch falsch im Kopf. Das kann natürlich sein. Ich habe natürlich eine ganze Menge Falsches im Kopf. So. Hauptsächlich, weil ich glaube ich hier gar nicht sein muss noch. Also schon. Hört ihr? Hier haben wir den wunderbaren... Ja, den wunderbaren Sound einer goldenen Skulptur. Hier natürlich nicht. Irgendwo habe ich es gerade gehört. Ist nicht unbedingt immer offensichtlich, wo die sind. Ich glaube, ich habe das einen Fehler gemacht, dass ich jetzt hier hingegangen bin. Das kann gut sein. Sag einfach mal, ich beende mal diese Folge. Ja, Navi will mir jetzt sagen, dass wir zum Schloss müssen. Ich beende jetzt mal diese Folge. Werd noch mal eben ganz kurz recherchieren mit dem Stall. Oder beziehungsweise diesem Vorstall, wo ich da gerade mit dem Hühnchen da rumgesprungen bin. Was man da macht. Weil da oben ist ja was. Seht ihr. Und bis dahin sage ich einfach mal besten Dank fürs Zusehen und bis bald. Ciao.